Ich begrüße alle unsere Zuschauer rund um den Erdball. Ich bin mir sicher, Sie sind genauso gespannt auf diese Partie wie ich. Wir müssen uns nur noch kurz gedulden, bis die Spieler auflaufen. Danach kann es endlich losgehen. Und jetzt das Spiel. Bayern 04 Leverkusen gegen Atletico Madrid. Es begrüßt Sie Marco Hagemann und bei mir ist der Fußballexperte Hansi Küpper. Hallo und ich kann nur sagen, ich freue mich, ich glaube, wie alle Zuschauer bei diesem Spiel dabei zu sein. Ganz ehrlich, die UEFA Champions League-Hymne lässt Fußballherzen höher schlagen. Der beiden Teams ansehen. Spitze. Griezmann versucht die Gasse zu finden. Und der Reingabe. Koke. Ja, schön gehalten. Klasse, ganz stark. Der Dank geht an den Torhüter. Noch ein richtig schickes Schleifchen dran zu binden. Die Einstellung stimmt, die Spielanlage stimmt. Sie haben die Chancen. Wann machen Sie endlich das Tor? Er versucht's. Ja, schöne Direktabnahme. Das war eine feine Leistung. Den hat er schön genommen. Mit etwas mehr Präzision kann das Ding auch reingehen. Klasse Spiel. Große Dynamik, viel Power. Sie erarbeiten sich Möglichkeiten, aber bisher haben sie sie nicht genutzt. Keines der beiden Teams bringt zurzeit im Ballbesitz etwas Produktives zustande. Kiesling. Ist das ein langer Ball? Ein Foul war es, überhaupt keine Diskussion. Riesenmöglichkeit. Okay, er hat sich eine Menge zugetraut, das sah auch nicht schlecht aus, aber dass aus dieser Distanz der Ball reingeht, das ist schon extrem unwahrscheinlich. Gabi. Durch die Abwehr. Der kommt weit nach vorn. Er wird hier hervorragend bedient. Schöner Angriff. Der Pass kommt genau im richtigen Moment. Er steht nicht im Abseits. Hätte das Tor machen können. Aber er scheitert im entscheidenden Moment. Raus auf die Flanke.
da ist die Flanke. Ein langer Ball. Und durch die Mitte. Das ist ein super Torhüter. Das ist fast eine 1:1 Kopie von vorhin. Durchzuspielen, aber ohne Erfolg. Das war einfach schlampig. Sie müssen definitiv an ihrer Präzision arbeiten. Gabi. Çalhanoğlu. Langer Ball in den freien Raum. Über die Abwehr hinweg. Bockstark von Stefan Kießling. Super! Für die Spannung ist das natürlich klasse. Ab jetzt alles wieder offen in dieser Partie. Volley genommen, volle Kontrolle, klasse Schusstechnik. Grandioser Abschluss. Ich bin mir ziemlich sicher, dass wir diesen Treffer in diesem Jahr noch in vielen, vielen Rückblicken sehen werden. Geht links auf der Außenbahn, richtig Gummi. Er versucht's mit einer Flanke, aber kein Vorbeikommen am Gegenspieler. Ab auf die Flanke. Thiago. Er versucht, die Lücke in der Abwehr zu finden. Der Pass ideal getimt. Die Passgenauigkeit ist aller Ehren wert, die Abschlussgenauigkeit zumindest in dieser Szene nicht. Hätten sie dafür die Quittung bekommen. Saul geht entschlossen dazwischen. Schöne Balleroberung, schöner Gegenangriff, aber verbesserungswürdig der Abschluss. Weggedroschen. Durch die Abwehr.
entscheidet sich für den Rückpass. Und der Torwart hat ihn. Den hat er ganz stark gehalten und das war wirklich in dieser Situation keine Selbstverständlichkeit. Mittlerweile wissen wir, was dieser Mann kann. Und sie bekommen hier den Freistoß. Thiago. Er versucht, das Mittelfeld direkt zu überbrücken. Çalhanoğlu. Das schafft er auf eigene Faust. Thiago. Ein langer Ball nach vorn. Er versucht, den Ball in die Gasse zu spielen. Das ist das Ende der ersten Halbzeit. So, wir stehen bei 1:1 und wollen mal gucken, was die Partie noch für uns bereithält. Die zweiten 45 Minuten laufen. Auch wenn das Ergebnis eine andere Sprache spricht, sie sollten genauso weitermachen wie in den ersten 45 Minuten. Denn irgendwann, da bin ich mir sicher, werden sie sich für ihren Aufwand belohnen. Da versucht er, die Abwehr zu überlupfen. Er passt ihn rein. Der Ball kommt in den Strafraum, findet aber keinen Abnehmer. Sie müssen sich einfach mehr Zeit lassen. Auch dieser Ball wieder viel zu früh nach vorne auf die Reise geschickt. Wirklich wichtig, dass er hier entschlossen zum Ball geht. Weit von hinten nach vorn geschlagen. Hinaus auf die Außenbahn. Sehr gut freigelaufen. Da treibt er den Ball weit vor und direkt in die Sturmspitze. Und nochmal bringt er ihn rein. Anspielstationen gab es da genug, aber die Flanke war einfach zu schlecht. Das ist Griezmann. Er steckt ihn durch. Versucht, die Lücke in der Abwehr zu finden. Ein langer Ball über die Abwehr. Thiago. Das ist klar erkennbar, dass die richtig Respekt haben vor den schnellen Kontern des Gegners. Und deswegen bleiben die also schön brav weg. Ja, da läufst du nicht Gefahr, so schnell über. Da hat das Timing einfach gefehlt. Da gibt es auch für den Schiedsrichter gar keine Zweifel. Eindeutig für mich. So ist mein erster Eindruck. Das gibt Elfmeter. Den Fehler haben sie vorher gemacht. Er war auf dem allerbesten Weg zum Tor und sie konnten ihn nur noch so bremsen. Er macht ihn! Und damit drehen sie dieses Spiel. Der lässt da gar keinen Zweifel aufkommen. Er hat die richtige Ecke erahnt, aber er hat die Hand nicht an den Ball bekommen. Sie haben mit guter Moral das Spiel gedreht. Sie sind jetzt in einer neuen Situation. Jetzt müssen Sie die Führung verteidigen. Lang und hoch auf die Flanke. Er lässt sich in dieser Situation nichts zu Schulden kommen. Listig gemacht. Ja, der war wichtig. Das war eine richtig starke Rettungstat. Ganz hohes Kompliment an den Mann zwischen den Pfosten. Er versucht ihn da durchzuspielen. Kießling. Das geht nicht schnell genug. Also an Ihrer Stelle würde ich doch mal
mal versuchen, relativ schnell in den nächsten Gang zu schalten. Das tun sie einfach nicht. Legt ihn nach vorne. Gabi, eben ja schon, Assistgeber. Gurke. Ja klar, dass der Coach dann nicht begeistert ist, wenn einer seiner Besten hier in Manndeckung genommen wird. Keine große Überraschung. Er hat schon einmal zugeschlagen. Er braucht oft nur einen einzigen Ball, um zum Abschluss zu kommen. Sucht er seine Vordermänner. Ob den jemand bekommt? Juan Fran versucht's mit einer Hereingabe. Und sie schlagen ihn raus. Juan Fran, Flanke. Zu weit und ins Aus. Dann sehen wir also gleich den Wechsel, zumindest wenn ich die Aktionen an der Seitenlinie richtig interpretiere. Und jetzt bekommt er die verdiente Ruhepause, der geht ja buchstäblich auf der letzten Felge. Kommt richtig lang. Das war wichtig, dass er da gerade noch angekommen ist, sonst wäre es gefährlich geworden. Er probiert es mal mit dem Heber. Gabi kickt die Kugel nach vorn. Griezmann hat ihn da nicht richtig durchbekommen. Der Gedanke war der richtige, aber die Ausführung war schlecht, so darf er diesen Pass natürlich nicht spielen. Çalhanoğlu. Saul haut ihn nach vorn. Jetzt müssen sie sich die Chance erkämpfen. Er treibt den Ball durch. Nutze die Chance. Viel zu weit am Tor vorbei. Nachspielzeit. Toprak beim Zusammenspiel. Saul. Weit nach vorn gespielt. Na, das gegnerische Team macht richtig Alarm, aber er kann die Situation lösen. Gabi mit dem Pass nach vorn. Und da ist der Schlusspfiff. Ja, man sollte nie aufstecken. Das hat man vielleicht heute gelernt. Da bleibt jetzt nur eins. Mund abwischen, weitermachen und darauf hoffen, dass es beim nächsten Mal besser wird. Die Fans gehen schon nach Hause, wir gleich auch. Aber bevor es soweit ist, noch ein recht herzliches Dankeschön an Hansi Küpper.